So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag und ich habe euch heute mitgebracht UW Delver. Ich hatte mal UW Stoneblade gezeigt, ich habe euch UWR Stoneblade gezeigt, ich habe euch eine ganze Menge mit Stoneblade gezeigt, aber UW Delver leider noch nicht. Ich habe euch mal Esper Delver gezeigt, das war auch cool. Und deswegen gucken wir uns heute mal UW Delver an. Natürlich die wichtigste Kreatur in einem Delver-Deck ist nicht mehr der Delver, aber ich zeige ihn euch trotzdem. Das ist ein Einmanner 1-1er, der sagt, zu Beginn des Versorgungssegments können wir die oberste Karte unseres Decks vorzeigen. Wir können sie vorher angucken. Und wenn es eine Instant oder Sorcery ist, dann transformiert er sich. Und wenn er sich transformiert, dann wird er zu einem 3-2 Flieger. Klingt nicht so beeindruckend, ist es aber. Glaubt mir, das ist es. Eine weitere Kreatur in unserem Deck, weil wir spielen immer blau und wir spielen auch Stormforge, Spoiler, ist auch der gute Trinity Nemesis. Auch diese Karte sieht man immer weniger, weil, sie ist auch nicht mehr so gut wie früher. Aber sie ist gut genug, als dass ich sie in diesem Deck spielen möchte. Mit 3 Mana 3-1, wenn sie ins Spiel kommt, suchen wir uns den Gegner aus. Also einen Spieler, also unseren Gegner, im 1 gegen 1. Und der hat Schutz vor diesem Spieler. Das ist sehr, sehr mächtig. Immer noch sehr, sehr mächtig und vor allem mit Ausrüstung. Aber zu denen kommen wir gleich. Gucken wir jetzt erstmal noch die dritte blaue Kreatur an, Brazen Burrow als One-Off. Das ist ein 3-Mana 3-1 Flash, der eben fliegt. Deshalb können wir ihn halt ganz gut auch mit Ausrüstung ausrüsten. Und wir können ein Nichtland-Permanentes für 2-Mana zu auf die Hand bouncen, wenn wir den spielen, als Petty Theft. Und danach wird er exiled und wir können ihn als Kreatur spielen und so weiter. Das ist die Fähigkeit, die jetzt auch in Baldur's Gate wiedergekommen ist. Und dann die Karte, die ich gerade eben schon angekündigt habe. Stoneforge Mystic. 2-Mana 1-2, wenn sie ins Spiel kommt, suchen unser Deck nach einer Ausrüstungskarte, zeigen sie auf dem Vor, nehmen sie auf die Hand, mischen unser Deck. Für 2-Mana können wir eine Ausrüstungskarte, die wir besitzen, auf der Hand ins Spielfeld bringen. Das ist mächtig, weil wir haben eine Menge coole Ausrüstungen bekommen. Unter anderem meine Lieblingsausrüstung, wir sind jetzt übrigens bei den Artefakten, Kaldra Complete, 7 Mana Living Weapon, sie ist unzerstörbar, sie wird zu einem 5-5 Eile, Trampel, unzerstörbar, Erstschlag, immer wenn diese Kreatur Schaden zufügt, wird die andere Kreatur exiled. Kreatur, schön, für 7 Mana zum Ausrüsten, den Turn 3 zu smashen, tut halt weh, immer noch. Dann immer noch die Battleskull, weil sie eben auch mal als Living Weapon 5 Mana 4-4er mit Wachsamkeit Lifelink ist, die wir für 3 Mana zurück auf die Hand nehmen können, wieder ausspielen können mit Stormforge, den Token zu refreshen und. Dann haben wir ein paar One-Offs drin. Als ein One-Off, der vielleicht Leute überrascht, ist der Shadow Spear. Das ist eine 1-Mana-Ausrüstung, die +1/+1 gibt, Lifelink und Trample. Für 2 Mana können wir eine Kreatur Hexproof und Zerstörbarkeit verlieren lassen. Beziehungsweise alle, die unser Gegner kontrolliert. Und wird 2 Mana ausrüsten. Und findige Leute in Legacy wissen schon, was das heißt und im Modern auch. Hier könnte man auch, wenn man jetzt das Package ein bisschen anders fahren würde, könnte man hier auch versuchen, mit dem Lion Sash zu spielen, um noch ein bisschen mehr Utility reinzuhauen. Habe ich leider nicht im Mainboard. Aber, und spätestens jetzt wird es relevant, warum ich das tue. Der Spruchbombe habe ich ebenfalls drin. Für ein Mana Artefakt, für ein blaues opfern wir die bringende Kreatur zurück auf die Hand oder für ein Mana ziehen wir eine Karte. Und noch ein 1-Mana-Artefakt. Oh, surprise, surprise. Retro Fitter Fundry. 1 Mana. Für 2 Mana-Tappen kriegen wir einen Servo-Token. Für 1 Mana-Tappen opfern Servo-Token kriegen wir einen Topter. Für Tappen opfern Topter kriegen wir ein 4-4-Konstrukt. Und für 3 Mana können wir das Ding enttappen. Das ist sehr, sehr gut. Wirklich, wirklich gut. Und das alleine, dieses Package, sagt uns schon, dass wir Ursas Saga spielen. Und da kommen wir jetzt zu den Ländern. Bei den Ländern ist es nämlich wirklich so, dass es ein bisschen Delver untypisch ist, das Ganze. Denn, wie schon gesagt, wir spielen 3 Ursas Saga. Das sind, Ursas Saga ist Enchantment-Land, Ursas und Saga. Und das Ding kommt ins Spiel, kriegt dann einen Lore-Counter. Und wenn das Ding 3 Lore-Counter erreicht hat, wird das Ding geopfert. Nach jedem Draw-Step bekommt es einen weiteren Lore-Counter. Heißt, am Anfang, wenn ihr das Ding spielt, macht es ein farbloses. Dann macht es 0-0 Konstrukte. Die Stärke und Widerstandskraft gleicht der Anzahl an Artefakte, die wir kontrollieren haben. Und danach könnt ihr das Ding, beziehungsweise wird das Ding geopfert und wir können unser Deck nach einer Mana-Kosten von 0 oder genau 1 Artefakt durchsuchen. Die 3, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut und in einem Delver-Deck eben meiner Meinung nach sehr, sehr lustig. Ich hoffe, ihr findet das auch lustig. Dann haben wir Fetchländer, Flooded Strand, tappen, opfern, unser Deck nach einer Insel oder Ebene durchsuchen. Genau dasselbe mit Prismatic Vista, nur dass wir hier eben tappen, opfern, ein Leben bezahlen und nur Basic Lands raussuchen können. Basic Lands haben wir 3 Inseln, 2 Ebenen. Duels spiele ich eine Tundra. Das ist eine Insel und eine Ebene gleichzeitig, weshalb wir sie fetchen können.
und fürs Sideboard leider Gottes immer noch ein Underground Seal. Hier kann man auch, wenn man das Sideboard ein bisschen roter macht, kann man auch rot splashen in diesem Slot, also die Volcanic nehmen, oder man kann sie ganz austauschen und dafür noch eine Insel reinnehmen, wenn man keinen schwarzen Sideboard haben möchte. Auch das kann ich voll verstehen und ja, mehr als eine Tundra braucht ihr eigentlich nicht für das Deck. Dann besitze ich noch ein Karakas, was ich hier drin spielen möchte. Tappen für ein weißes oder tappen eine legendäre Kreatur auf die Hand bringen. Das kann man auch im Sideboard tun. Dann hat man im Mainboard mehr Platz für mehr Wastelands, weil ich spiele tatsächlich nur zwei Wastelands. Gegen Effektländer wie Ursas Saga und ähnliches. Da kann man ein bisschen rumtricksen und könnte sagen, okay, man nimmt hier vier Wastelands rein statt Underground Sea und Karakas, oder man nimmt mit dem Underground Sea noch eine Insel rein, nimmt nur drei Wastelands oder. Das ist euch ein bisschen überlassen. Mein Tweak ist aktuell so. Dann kommen wir zu den Non-Creature, Non-Artifact, Non-Land-Sachen. Da haben wir der Klassiker, Brainstorm. Drei Karten ziehen, zwei oben drauflegen, hoffentlich einen Fetchland haben zum Mischen des Decks. Habe ich drei oder vier Brainstorms gesagt? Vier Brainstorms auf jeden Fall. Genau wie vier Ponder. Die obersten drei Karten angucken, die Liga einfach zurücklegen, eine Karte ziehen oder mischen und eine Karte ziehen. Genauso wie vier Force of Wills. Das ist halt, das ist so dieses Standard, ihr spielt blau, das ist euer Package. Hier haben wir für 5 Mana einen Counterspell. Wir können blaue Handkarte abwerfen und ein Leben bezahlen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Sehr, sehr mächtig. Dann haben wir noch einen Force of Negation. Da können wir einen Non-Creature-Spell countern und den exilen. Und wir können auch hier eine blaue Handkarte abwerfen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen, aber nur im Gegnerzug. Das ist hierbei so die Einschränkung. Das ist das Modern Force. Dann haben wir 4 Days. 2-Mana-Spell, der sagt Counter-Target-Spell, wenn der Bär schon nicht ein Mana mehr bezahlt. Und wir können Inselzug auf die Hand nehmen, statt die Mana-Kosten bezahlen. Auch das Gratis-Spell. Das ist diese Tempo-Shell, die man einfach in fast jedem Delver-Deck sieht. Dann spielen wir Weiß. Das heißt, wir spielen 4 Swords der Plowshares, exilierende Kreatur, der Beherrscher kriegt Lebenspunkte in Höhe der Stärke. Auch da kann man jetzt mit dem Schwarz ein bisschen argumentieren. Prismatic Ending für ein Weißes und X. Da exilieren wir Non-Land Permanent mit Mana-Kosten von X. Wobei X die Mana-Farben sind, also Converge-Farben, die verschiedenen Mana-Farben. Heißt, wir können auf 3 hochgehen mit Schwarz. Sonst hätten wir nur 2, Blau-Weiß. Aber das ist auch schon gut genug eigentlich, um diesen Spell zu spielen, weil wir versuchen ja eben den Gegner relativ schnell umzurammen mit unseren Ausrüstungen. Soviel zum Mainboard. Gucken wir uns mal kurz das Sideboard an. Und da würde ich sagen, starten wir mit dem Schwarz-Splash. Wir haben eine Portal-Zerstückelung. Ein Schwarzes, ein Blaues, ein Weißes kann nicht neutralisiert werden. Wir zerstören eine bleibende Karte, die kein Land ist. Das ist ein Removal-Spell, der einfach unkonterbar ist, den wir halt gut benutzen können in unserem Deck. Dann 2 Surgical Extraction können wir für ein Schwarzes oder 2 Farblose. Für ein Schwarzes oder 2 Leben können wir eine Karte aus dem Friedhof exilen, die kein Standardland ist, und können bei dem Beherrscher das Deck, Hand, Friedhof nach weiteren Karten durchsuchen, die so heißen, und können die alle exilen. Dann Plague Engineer, 3 Mana, 2/2 Death Touch, und wenn wir da ins Spiel kommen, sagen wir einen Kreaturentyp an. Und alle Kreaturen mit diesem Kreaturentyp kriegen -1/-1. Das ist nicht schlecht. Zuletzt haben wir noch als schwarze Karte theoretisch eine Nihil Spellbomb. Die kann man tappen, opfern, um alle Karten aus einem Friedhof von einem Spieler unserer Wahl zu exilen. Wenn die vom Feld auf dem Friedhof geht, können wir eine schwarze bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Theoretisch ist die halt schwarz. Praktisch gesehen. Dann kommen wir weiter zu unseren One-Off-Artefakten. Ich habe noch eine Lantern of the Lost drin. Wenn sie ins Spiel kommt, exilen wir eine Karte aus dem Friedhof. Für einen Mana tappen, exilen wie die Laterne, exilen alle Friedhöfe und ja, ziehen dann eine Karte. Wir nutzen unseren Friedhof nicht wirklich. Es gibt hier keinen Grund, die andere Laterne zu benutzen, wenn wir mit der Lantern of the Lost einfach eine Karte dabei ziehen können. Eine Karte zu ziehen ist so stark und irgendwie spielt die kaum einer, weil sie kaum einer am Schirm hat, was ich sehr schade finde, weil wenn man seinen Friedhof nicht benutzt, warum nicht? Pithy Needle haben wir auch drin. Ein Mana-Artefakt, wenn sie ins Spiel kommt, sagen wir eine Karte an. Abilities mit der genannten Karte, die keine Mana-Abilities sind, können nicht benutzt werden. Eine Engineered Explosives, ähnlich hier auch mit Convert, beziehungsweise hier heißt es Sunburst. Für X Mana kommt es mit X Ladungsmangel ins Spiel, wobei X die verschiedenen Mana-Kosten sind, die wir bezahlt haben, also bei uns bis zu 3. Und für 2 Mana können wir die opfern, um jede Nicht-Land-Permanente mit genau diesen Mana-Kosten zu zerstören. Das ist nicht schlecht. Gerade gegen Chalice ist es sehr, sehr wichtig. Dann noch ein paar Two-Offs, 2 Meddling Mages. Gerade gegen Storm oder gegen Doomsday oder ähnliches ist das eine sehr, sehr starke Karte. 202/2, wenn sie ins Spielfeld kommt, sagen wir eine Nicht-Land-Karte an. Karten mit diesem Namen können nicht gecastet werden. Dann haben wir noch 2 Containment Priests, 2 Mana, 2/2 Flash, Non-Token Creature, die ins Spielfeld kommen, die nicht gecastet wurden, werden stattdessen exiliert. Gut gegen Humans, Elder Viole, Goblins, alles Mögliche. Nur halt nicht gegen sowas wie Food Chain. Food Chain castest du die Karte effektiv. Leider. Voll doof. Und
2 Back-to-Basics. Wir spielen eine Menge Basics und deshalb können wir uns das easy erlauben, mal Back-to-Basics zu aktivieren. Finde ich sehr krass, dass so ein Deck als Delver-Deck-Effekt halt auch Back-to-Basics spielen kann. Deswegen mag ich das Deck sehr. Und das vermischt halt wirklich zwei meiner absoluten Lieblingsstile. Das ist halt wirklich mit Stoneforge und eben diesem Tempo Blue Shell, ohne dass ich halt so ein langweiliges Stoneblade spielen muss, ist es wirklich ein sehr, sehr cooles Deck. Und ja, damit habe ich den Deck-Talk halt auch schon vorausgenommen. Es tut mir leid, ein bisschen dafür und deshalb gibt es den jetzt auch nicht, sondern das war der Deck Talk und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Deck gefallen hat, könnt ihr das Video auf jeden Fall sehr gerne liken oder anderen Leuten zeigen. Und wenn ihr die Deckliste sehen wollt, sie steht unten in den Kommentaren oder auch in der Videobeschreibung, ist auf jeden Fall auch ein Link dahin. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Backseat. Ciao, ciao.